Wir sind jetzt hier am alten Fahrkartenschalter am Bahnhof Rittersgrün. Was liegt hier? Verschiedene Befehlsblöcke, unter anderem, ganz wichtig, Vorsichtsbefehl zum Beispiel, wenn es Bauarbeiten auf der Strecke gab. Hinter mir sieht man einen historischen Fahrkartenschalter mit alten Fahrkarten, zum Beispiel dieser hier. Ganz ähnlich sahen auch die alten Fahrkarten der Berliner Stadtbahn aus. Und damit möchten wir die Zeit zurückdrehen und gehen ins Berlin um 1875. Damals existierten in der Großstadt schon mehrere Bahnlinien. Das Problem allerdings war, sie waren alle nicht miteinander verbunden. Hieß also, umständliches Umsteigen und Droschkenfahrten waren für die Fahrgäste an der Tagesordnung. Was tat man? Man plante eine Strecke, die diese Linien quer miteinander verbinden sollte. 1882, vor 125 Jahren schließlich, wurde dann die Berliner Stadtbahn eröffnet. Und dies ist ein Fahrzeug, das einen langen Teil der Geschichte miterlebt hat, der Stadtbahner. Seit Ende der 20er Jahre im Einsatz hat er Krieg, Teilung und Wiedervereinigung in Berlin überdauert. Bis vor 10 Jahren war der Stadtbahner noch im Einsatz. Die typische Stadtbahnstrecke verläuft wie hier an der Janowitzbrücke über gemauerte Viaduktbögen. Auf den gesamten 12 Kilometern zwischen Charlottenburg und Friedrichshain sind es exakt 731. Bilder aus dem Jahr 1994. Zum letzten Mal fuhren Dampflokomotiven auf der traditionsreichen Strecke. Im Deutschen Technikmuseum in Berlin ist die Geschichte dokumentiert. Historiker Alfred Gottwald weiß, warum die Stadtbahn gebaut wurde. Ja, man muss eben wirklich diese Zeit nach der Reichsgründung, nach 1871 betrachten, als Berlin ganz gewaltig gewachsen ist, als in den ganzen Vorstädten Siedlungen und Fabriken entstanden und zwischen diesen Siedlungen und Fabriken entstand ein gewaltiges Verkehrsbedürfnis. Als erstes wurde die Ringbahn gebaut, die war 1877 fertig, eine Umfangslinie, wie wir das nennen. Und es war aber sehr schnell klar, es braucht auch eine Durchmesserlinie, eine Linie, die quer oder auch längs durch die Stadt schneidet und die außerdem noch Verbindungen schafft zwischen großen Kopfbahnhöfen. Nur 3 Jahre dauerten die Bauarbeiten. Am 7. Februar 1882 rollte dann der erste Zug über die neue Stadteisenbahn. Schnell nehmen die Berliner die neue Eisenbahn an. 1896 dann die ersten bewegten Filmszenen am Alexanderplatz. Die Stadtbahn muss sich dem steigenden Verkehr anpassen. Moderne Lokomotiven und eine neue Halle für den Alex bringt das neue Jahrhundert. Die Bahnhöfe hatten inzwischen eine zusätzliche Bedeutung erlangt. Die Stadtbahn, der Fernverkehrsteil der Stadtbahn, ist ein in die Länge gezogener Hauptbahnhof. Das sind zwar dann am Bahnhof Zoo, am Bahnhof Friedrichstraße, immer nur 2 Bahnsteige mit 4 Gleisen, aber man hat da doch eine Menge Ost-West-Fernverkehr abwickeln können. 1928 wird elektrisiert. Der rot-beige Gleichstromzug, der schnelle Stadtbahner, sorgt für noch mehr Verkehr. Es sind ja von den Stadtbahnwagen über 1000 Stück gebaut worden und es ist eben schlagartig der Verkehr auf dieses Betriebsmittel umgestellt worden. Und das gab zusammen mit den Wagen der Hoch- und Untergrundbahn, die ja auch elektrisch fuhren, Berlin als Elektropolis, wie man das damals nannte, eben ein ganz modernes und auch ein flottes Gepräge. Die Züge fahren im Minutentakt, parallel dazu die Fernbahn. Bilder aus den späten 30er Jahren. Die Blütezeit der Bahn endet mit dem Zweiten Weltkrieg. Das Ende ist bekannt. Berlin liegt im April 1945 in Schutt und Asche. Der Eisenbahnverkehr kommt gänzlich zum Erliegen. Bis August 1945 ruht auch auf der Stadtbahn der Verkehr. Die ersten Züge rollen durch ein Trümmermeer. In den Nachkriegsjahren verändern Neubauten und Entrümmerung das Bild einer Viaduktbahn. Am Alex rollt ein Stadtbahnzug Richtung Westen. Der 13. August 1961. Der Westteil der Stadt wird eingemauert.
Der Westen ruft zum Boykott auf, denn die S-Bahn bleibt in ostzonaler Verwaltung, wie es damals hieß. Nur noch Interzonenzüge dürfen jetzt die Stadtbahn auf ganzer Länge befahren. In den 70er Jahren sind noch Dampfloks vorgespannt. Die Westberliner City in der Kantstraße am Theater des Westens. Ausfahrt für den Interzonenzug nach München. Bahnhof Friedrichstraße, Bahnsteig B. Endpunkt der Züge aus dem Westnetz. Güst im Sprachgebrauch der DDR-Organe. Grenzübergangsstelle für den Westbürger. Ein paar Mitarbeiter am Bahnsteig C hatten die Züge aus dem Ostnetz ihren Endpunkt. Der Bahnhof Friedrichstraße hat diese Trennung der Stadtbahn und die Trennung der Stadt eben ganz massiv verkörpert, verdeutlicht. Auch die Ängste der Reisenden, auch dieses komische Gefühl, dass man auf dem westlichen S-Bahnsteig ja die Ansagen von dem östlichen S-Bahnsteig hören konnte. Auch umgekehrt konnte man das hören, aber man musste, um auf den jeweils anderen Bahnsteig zu gehen, eben durch Passkontrolle, Zollkontrolle, Treppe runter, andere Fahrkarte kaufen, auf der anderen Seite wieder hoch. Oder genauso haben viele Menschen in Erinnerung diese unerträglichen Verhältnisse auf dem Fernbahnsteig mit diesen weißen Streichlinien, weißen Lacklinien auf dem Boden, die man so lange nicht übertreten durfte, wie der Zug noch nicht angehalten hatte und kontrollmäßig zwischen abgefertigt war. Mit diesen Männern, die oben in der Stirnwand der Halle standen, also Grenzpolizisten, die darauf achteten, dass man sich an diese weiße Linie hielt und dass eben niemand einstieg. Es hat ja auf der Stadtbahn eine ganze Zeit lang nach 1961 auch geglückte und nicht geglückte Fluchten aus dem Osten in den Westen gegeben. Die Mauer steht noch. Der deutsche Staat, die Stadt Berlin und die S-Bahn sind getrennt. Bis zum 9. November 1989. Bilder, die um die Welt gehen. Im Berliner Westen kehrt das Leben auf die Stadtbahn zurück. Die BVG betrieb ab 1984 die S-Bahn im Westen. Allein kann sie den Ansturm nicht meistern. Was kurz zuvor noch unmöglich schien, die Reichsbahn schickt zusätzliche Züge. Hochbetrieb in Berlin-Charlottenburg. Das Tolle daran war aber, dass vor allem die Zahl der Züge zugenommen hat. Wenn ich mich erinnere, in West-Berlin, dass auf der Stadtbahn zeitweilig alle 20 Minuten ein Zug gefahren ist. Das war ja trostlos, das war ja ganz schrecklich. Und heute brauchen wir gar nicht auf den Fahrplan zu schauen, weil wir, wenn wir auf den Bahnsteig treten, sofort einen Zug haben, weil sie alle 3 Minuten fahren. In den nächsten Monaten überschlagen sich die Ereignisse. Die Wiedervereinigung lässt auch die Stadtbahn wieder eins werden. Im Bahnhof Friedrichstraße sind im Sommer 1990 die Gleise Richtung Westen bereits wieder gelegt. 2. Juli 1990, großer Bahnhof in Friedrichstraße. Feierlich wird die Wiederverbindung der Stadtbahn gefeiert. Der Zug passiert auf dem Weg in Richtung Lehrter Stadtbahnhof die ehemalige Grenze. Heute, 17 Jahre später, sieht alles ganz anders aus. Der neue Hauptbahnhof hat den Platz des Lehrter Bahnhofs eingenommen. Er ist nun mit dem Nord-Süd-Tunnel der Verkehrsknotenpunkt der deutschen Hauptstadt. Mit der Stadtbahn als weiterhin wichtige Lebensader. 125 Jahre, ein stolzes Jubiläum. Eisenbahnfans wissen es zu schätzen. Für die Eigentümer der Bahn allerdings kein Anlass zu feiern. Man kann schon den Eindruck haben, dass die Bedeutung der Stadtbahn im Augenblick nicht so stark anerkannt wird, wie sie es verdient hat. Es hätte ganz sicher
vielen Eisenbahnfreunden Spaß gemacht, eine Fahrzeugparade auf der Stadtbahn zu erleben oder auch nur den vermehrten Einsatz von historischen S-Bahn-Zügen. Aber die Frage müssen Sie dann nicht bei mir stellen, die müssen Sie bei der S-Bahn und bei der DBAG stellen. Möglich, dass sich ein solches Geschichtsbewusstsein noch einmal ändert. Jedenfalls wird die Stadtbahn, so wie es scheint, noch einige Jubiläen erleben.